Ja, hi, hier sind wir wieder. Es geht heute darum, wer ist der bessere Deutsche mal wieder. Und Marek, wo sind wir heute? Ja, ich bin wieder hier in meinem Revier, war nie wirklich weg, hab mich nur versteckt. Ich rieche die Sau, ich atme tief ein und dann bin ich mir sicher, bei der Jagd zu sein. Bingo. Hallo, wir wollten uns hier für den Jagdschein anmelden. Ist das richtig hier bei Ihnen? Sie können sich hier für den Jägerkurs zum Jagdschein anmelden, das ist richtig. Ja, super. Ja. Haben Sie schon mal gehört, dass bei Jägern so eine gewisse Tradition herrscht? Ja, meine Waffe ist immer genau. Nicht unbedingt mit Schießen was zu tun, sondern auch im Auftreten und im Äußeren. Stellen Sie mal das Blasen ein. Erstmal eine grundlegende Frage. Warum wollen Sie den Jagdschein machen? A. Wollen Sie legal an Waffen kommen? Oder wollen Sie Jäger werden? Kurze Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt 3 Stunden jage und es läuft nicht, ich habe einfach keinen Erfolg, kann ich dann einfach den Jagdhund erschießen? Das kann es einfach nicht glauben. Wenn ich, wie viele Jahre brauche ich, bis ich mit einem Maschinengewehr darf? So, jetzt sind wir bei dem Prüfungsteil Theorie und Wildtierkunde, Wildbiologie, Wald. Können wir jetzt grillen hier auch, oder? So, sicher kann man hier auch grillen. Okay, gut. Man kann nur grillen, wenn man vorher gut gejagt hat. So ist es. Wir stehen hier auf einer Kirrung, einer sogenannten Anlockfütterung. Und dann gibt es aber auch in Notzeiten Fütterungen. An welche dieser beiden Fütterungen, in Anführungsstrichen, darf ich auf Wildschweine schießen? Auf jeden Fall während der Ankehrung. Definitiv. Alles andere wäre unlogisch. Und was sagt der Marek? Auf einer Kehrung. Ja, also beide haben einen Punkt. Ich fühle mich, hier ein bisschen wie der Führer auf dem Obersalzberg. So. Ist ja wie bei Ihnen zu Hause. Kann ich die jetzt auch so einfach so ins Korn werfen? Was wollen Sie, die Flinte ins Korn werfen? Sicher. Wie nennt sich denn sowas? Sniper. Das ist die beste Waffe bei Call of Duty. Werden wir heute auch Schnepfen erschießen? Wir erschießen überhaupt keine Tiere heute. Pull! Der ist gefährlich, Mann, der geht ab, Alter. Kurze Frage. Ja. Kennen Sie Machete? Wer ist das denn? So ein Film. Das ist geil. Call of Duty Live. Feuer. Jawohl, Treffer. Und aufmachen. Sofort aufmachen. Ja. Hopp. Das war das Hektische. Du bist Scheiße. Du ziehst zu schnell hoch. Ich habe auf den echten Vogel gezielt. Jetzt ist Wertung angesagt. Der Pole fängt an. Wieder aus, hopp. Fehler. Hopp. Zu lange gewartet. Hopp. Da warst du ein bisschen hinterher. Und ich habe immer gedacht, die Polen sind von Natur aus schon gute Jäger. Ja, aber in der Disco. Hopp. Oh Mann, echt. Ja. Das waren also 0 Treffer. So viele schaffe ich, glaube ich, nicht. Kann ich mir, damit ich auch treffe, vorstellen, das ist eine Mahnung oder eine Zahlungsaufforderung? Eine was? Eine Mahnung oder Zahlungsaufforderung. Ob er sich hier oben vorstellt, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, okay. Man trifft. Ey, wollt ihr mein Geld haben? Von unten nach oben, nicht so hektisch hochziehen. Ja, Mann, ist gut. Bist du fertig? Ja, Sigi. Hopp. Fehler. Fertig? Mhm. Hopp. Fliegt immer noch. Hopp. Ja! Gibt's doch nicht. Hopp. Unentschieden. Ja, Mann. Gibt es irgendwo eine Faustregel, wo das Fadenkreuz sein muss, damit ich weiß, heute ja, gibt's Schwein. Genau in der Mitte. Jetzt geht's los. Siehst du die Sau? Noch ein Schuss. Ja. Komm her, du Schweinchen. Wir finden hier, das ist eine 9. Das ist also immer ein tödlicher Schuss.
Jetzt schießt der Pole. Waffe in die Hand nehmen. Boah, habe ich Alkoholikerhände. Hier den Schaft etwas höher. Auf die Sau. Der Kandidat hat eine 10 und eine 9. Das gibt's doch nicht. Das ist also... Hier sind die 50 Euro, Herr Küpper. Hallo. 19 Punkte. So, meine Herren, wer ist der beste Deutsche in der Disziplin Jagd? Ja, da hat der polnische Wilddieb gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. War schön, dass Sie hier waren. Ja. Vielen Dank, Herr Küpper. Sie sind wirklich ein guter Jäger. Und ich hoffe, wir haben nicht zu viel Ärger gemacht heute. Und schießen Sie ein paar Hühner. Das wird Ihnen gut tun. Ja.